nennen wir es verarscht. Locker. Hey du, wir werden uns jetzt amüsieren. Klar, aber ich lasse für dich nicht ein Stückchen Seife fallen. Das kannst du schön selber machen. Machen wir einfach mal Stärke. Bom. Und da geht es auch schon auf die Bretter. Smoggern. Möchte ich gegen Smoggern kämpfen? Ich muss. Hui. Ich habe ja eigentlich Fuchtler, den könnte ich auch mal benutzen. Es wäre wirklich einfacher. Warum mache ich es nicht? Gute Frage. Nächste Frage, bitte. Okay, meine lieben Freunde, ihr wollt Fuchtler sehen, ihr kriegt Fuchtler. Bam, bam, bam. Obwohl das jetzt, glaube ich, sowieso nicht allzu viel geändert hätte. Treibe mich nicht in den Wahnsinn. Ich bring den neuen die Klapse. Dann ist er auch ein Psychopath. Hihi. Glatzköpfchen. Mit Menki. Wisst ihr was, Leute? Ich werde den meinen Knogger hier jetzt mal wild um sich schlagen lassen. Bam, bam. Und Menki damit ordentlich eins auf die 12 geben. Menki hat's schon hinter sich. Mascholo kriegt die nächste Trachtprügel. Und schwuppdiwupp, los geht's. Weiterhin Fuchtler. Bam, bam. Ja. Durchschlagendes Ergebnis. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Batterie ist nicht genügend aufgeladen. Ist ja der nötige Schritt, um die Batterie vollständig aufzuladen. 68. LOL. Lass uns spielen, Hasenfuß. LOL. Ich hatte einen vergessen. Hoppala. Entschuldigung. Dieser Fehler wird mir nicht nochmal passieren. Fuchtela. Wing. Mascholo. Also quasi genau derselbe Trainer wie da hinten. Nur halt ein bisschen aggressiver, möchte ich meinen. Der eine wirkte so leicht depressiv mit seinem Nein, 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 nein. Du kleine Ratte. Ja. Die Ratte zeigt dir gleich mal, wo die Hake hängt, mein Freund. Hier gab's irgendwo noch einen Trainer. Geht doch. Was willst du, Tröte? Du Trötekopf, du. Fuchtala. Da jeder auf die Bretter. Level up. Alle sind sieben. Nee. Maschumai. Du willst mich verarschen. Da Boss, komm. Er hat nicht ernsthaft einen Maschumai. Cool. Ein Glatzkopf hat einen Maschumai. Ist ja geil. Bin riesen Fan von Maschumai. Bekommen tut man es richtig hart. Mit Tauschen. Asozial. Nein. Knogger ist 47, das ist super. Die zwei werde ich gleich unten am Strand trainieren. Aber erstmal. Hihi. Du besitzt hier ein schönes Fahrrad. Her damit, meine Dame. Niemals!
Komm her, Mascholo. Ein Tauboss hat ein kleines Geschenk für dich. Ob Ruckzuckieb reicht, ich probiere es einfach mal. Nein. Er reicht nicht. Gut. Flügelschlag. Dann bleiben wir halt bei Flügelschlag. Soll mir auch recht sein. Menki. Menki überlebt sowieso nichts. Ich glaube, der würde noch nicht mal einen Ruckzuckieb überleben. So schwach, wie die Verteidigung von Menki ist. Ich werde es euch beweisen. You see? Menki kann gar nichts. Ich sei eine Lusche, ohne jedes Gleichen. So, Flügelschlag. Bam. Ich krieg meine heute noch auf 47. Da habe ich heute mit jedem Pokémon, wenn jedes 47 ist, knappe 2 Level bei jedem geschafft. Ne, nicht knapp, sondern es ist so. Ich habe aber ordentlich wegstecken müssen. Komm, lass uns spielen, Hasenfuß. Ich weiß jetzt mit dir umzugehen. Hasenfuß. Pass mal auf, Freundchen, ja? So brauchst du mir hier gar nicht zu kommen. Du Glatzköpfchen. Du brauchst erstmal hier ein bisschen Poliergarnitur. Für dein Köpfchen. Wenn man dein Köpfchen schwarz-weiß anmalen würde, wäre ein Fußball. Du. Scheiße. Verklickelt. Nein! Au. Komm. Falsche Taste. Du kleine Ratte. Moa. Hey, warte doch. Erst rufst du mich und dann haust du ab. So mach ich das immer. Es tut mir leid. Ich bin so gewöhnt, dass ich die Leute auch mal ein bisschen bewege. Hüste, Hüste. Aeroass. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass Tauboss nicht gerade der stärkste ist. Und ja, es ist ein R, deshalb sage ich der. Ich kann auch S nennen. So. Hey, du, wir werden uns jetzt amüsieren. Nein, ich will aber nicht. Smogmog. Tauboss ist jetzt gleich auch Level up. Hätten wir den schon mal vom Haken. Aber erstmal Flügelschlag. Schlammbad. Aeroass. Das wäre es noch, wäre es jetzt vergiftet gewesen. Da hätte ich aber... hätte ich hier den Tango getanzt. Auf jeden Fall ist es nach diesem Kampf Level up und dann werde ich nochmal nach da unten fliegen, weil gegen Wassertrainer lässt sich schneller gewinnen als sonst was. Vor allen Dingen mit dieser Flora und Blitzer. Sauber. Smogmog. Komm heraus, Blitzer, du bist der Erste, der Level up wird. Und dieser Flur kommt danach. Dann hätten wir das Ganze auch schon. Schockwelle. Blitze, Blitze, bam. Da geht's auf Null. Die Null, die du bist. So einfach geht das. Treibt mich nicht in den Wahnsinn. Ich bringe den Typen mir echt mal in die Klapse. Ich habe Hunger und bin fies. Ich brauche jetzt wirklich einen Sandsack. Ich dachte jetzt, ich wollte sagen, Sandwiches habe ich gerade Sandsack sagen. Aber... verdammt, wir haben immer noch Tauboss vor. Shit! Gut. Kriegst du die IP noch mit. Mickey kann ja jeder pletten.
der Verteidigung. Als nächstes kommt Marshall. Kommt aber Blitzer nach vorne. Das sah ich ohne. Das wird noch so lange dauern. Aber wenn man sich das mal vorstellt, wenn wir jetzt jedes Pokémon in jeder Session 2 Level abbringen können, habe ich es in 2 Sessions, habe ich es dann auf 51, also auf das Zielniveau, was ich eigentlich kommen wollte. Naja. Wir werden uns auf jeden Fall jetzt erstmal mit Taubos die Blitzer tauschen. Nein. Und dann wollte ich noch, ich wollte auch noch fliegen. Also, wenn ich hier irgendwie ein paar Pokémon-Trainer herausfordern, was dürfte ich haben mit meinem Pflanzen-Pokémon, dieser Flor und Blitzer, relativ zügig gehen. Aber erstmal wieder ein bisschen heilen. Das Ganze werde ich dann auch in der nächsten Session und in, vielleicht in der übernächsten und danach noch in der Session durchziehen. Und dann dürften wir bereit sein für die Pokémon-Liga. Man will ja alles zeigen. Seeroute. Die Route für den richtigen Riecher. Wo waren diese Vierer-Leute nochmal? Battery ist nicht genügend aufgeladen. 29, ich fass es nicht. Verdammt. Kein Schutz. Das hätte ihnen auch passieren können, wenn sie keinen Schutz dabei haben. Top-Schutz, damit dies nicht passiert. Jetzt in ihrem Pokémon-Supermarkt. Für nur... Wie viel kostet das? Keine Ahnung. Aha! Alle wollen kämpfen, alle wollen kämpfen. Meine große Schwester hat mir alles über Pokémon beigebracht. Ich frage mich, ob ich besser bin. Nein! Das ist schön. Das ist nicht schön. Erstmal Schockwelle auf Bulking und von Fußstrahl auf Bulking. So einfach geht das. So einfach. Jetzt noch Konfusstrahl, jetzt ist es verwirrt. Und dann kriege ich eventuell sogar gar keinen Schaden ab. Das wäre wirklich richtig geil. Oder haut mir jetzt einen Volltreffer rein. Nee. Das war's. So, Body Slam. Die Blitzer kommen so schnell niemand an. Ah ja. Das war ja schon mal ein guter Ansatz von denen. Oh wow, es gibt jemand, der stärker als meine Schwester ist. Ja. Hast du einen kleinen Bruder? Ich hoffe, du bringst ihm alles Mögliche bei. Ich habe hier, also hier drin... Ach so, die wollen nicht. Nur die, die die Hand heben. Ich bin mit meinem Freund hier hergeschwommen. Müssen wir wirklich erneut kämpfen? Ja. Wir werden uns jetzt noch ein paar Mal vergnügen, meine Dame. So, Schockwelle. Denn ich brauche EP. Und du wirst hier rausrücken. Obwohl ich glaube, wenn ich die auf der anderen Seite bekämpfe, die sind in einem weitaus höheren Level. Was mir deutlich mehr bringen würde, sollte, müsste. Naja. Erstmal ein bisschen Schockwelle. Stern. Stern, du auch ein geiles Pokémon. Nein,